Was weißt du davon? Geld sparen im Schuhkarton, Hartz IV kassieren, noch zum Amt in einem Mustern kommen. Sag, was weißt du davon? Graue Straßen, nur Beton, mir ergänzte Wölfe, für mich mehr als nur ein... So, Freunde, bevor das Video startet, ihr habt gerade den Trailer zu dem neuen Song von meinem Bruder gehört. Der kam letzte Woche online, Link ist in der Videobeschreibung. Checkt das gerne ab, schreibt eure Meinung dort in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, viel Spaß jetzt mit dem Video. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar haben wir hier heute was ganz, ganz Besonderes am Start, Freunde. Ein 10 Mio plus Squad Builder Battle. Das heißt nicht unter 10 Millionen, sondern über 10 Millionen, Freunde. Ist klar, vielleicht sogar viel mehr, über 10 Millionen. Das werden wir dann sehen. Zusammen mit dem guten Max. Grüße gehen raus. Moin, Jungs, was geht? Von mir natürlich ein wunderschönes Gut Kick. Erstmal in die Runde. Ja, ich bin hier heute mit einem Puskás am Start. Sehr geiler Stürmer. Ich glaube, du hast auch einen ziemlich guten Stürmer, ne? Ja, ich habe den Anzumaner Fatih am Start, Freunde. Ja, und zwar nicht die 86er-Karte, die ihr kennt, Freunde, sondern ich wollte dem Mann alle Ehre beweisen, Freunde. Und hab gesagt, okay, guck mal, du kommst jetzt auch auf meinem Kanal als Legende in die SBB rein, Freunde. Ihr wisst, absoluter Lieblingsspieler, der rettet uns immer, wenn er von der Bank kommt, der 86er. Aber heute mal die Future-Star-Karte, Freunde. Und ja, Freunde, sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, wenn ihr das Ganze feiert. Und ja, wir haben natürlich auch bei Max was aufgenommen. Max, denkst du, wir schaffen die 2000 Likes? Natürlich, machen wir jetzt voll. Pass auf, jeder liked in 3, 2, 1, Abfahrt. Jetzt haben sie alle geliked, hast du gesehen. Okay, super, perfekt, Freunde. Also, wenn ihr uns supporten wollt, lasst gerne ein Like da. Und ich würde mal sagen, Max, ich halte direkt mal rein. Einmal hier nach rechts ausscheren. Und Freunde, meine Tafel ist mittlerweile richtig sauber. So. Oha, Junge, es wird ja angenehm nachher beim Schneiden, aber sei es drum, wir gehen rein. ZOM wird ein Typ, der macht auch hier diese Position mal des Öfteren gerne, hat auf seiner Karte übrigens auch drauf. Sehr, sehr nice in-game. Paolo Dybala, Grüße gehen raus an meinen Feldspieler und dann vorne im Sturm der Ingo Lautaro Martinez. Schade, ich habe Rainer und Lionel Messi aufgeschrieben, das heißt, du kannst beide behalten. Und ja, also, Freunde, an alle auch, Grüße gehen raus. Nee, halt mal rein jetzt. Die haben so erwartet, dass ich was voll Krasses sage, auf einmal so. Ja, ja. So, da mache ich mal weiter. Ich habe im rechten ZM eine ganz entspannte Karte am Start. Wir wollen ja erstmal ruhig reinkommen. Casemiro 90 hier am Start, Freunde. Und rechter Mittelfeldspieler ist bei mir der gute Herr Vasquez in Form. Also wenn du auf die beiden gekommen bist, dann hast du echt einen Orden verdient. Ja, du weißt was, kannst losschicken. Nee, Spaß. Lorente und Pep Guardiola habe ich aufgeschrieben. Zwei Spanier auf, ganz entspannt erstmal zum Reinkommen. Ja, war nix, aber nächste Position hoffentlich, ne? Ja, gehen wir rein. Hoffentlich. Dann würde ich mal sagen, Freunde, nächsten drei Positionen. Let's go. Weiter geht's. Wir kommen zur linken Seite bei dir, Fuku, und ich habe hier drei Leute aufgeschrieben, die können kicken. Also die können gegen die Murmel treten und dann schieß mal los, perfekt. Also, ich habe als linken Stürmer eine Record-Breaker-Karte am Start und zwar den Kylian Mbappé Lothar. Das ist schon mal der erste Knaller und der zweite lässt gar nicht auf sich warten und zwar ist der linke Flügel, kannst du dir ja vorstellen, zweimal raten, wer es ist. Nee, Neymar nee. In Form. Und ach, geil. Im linken ZM, Freunde, ihr wisst es mittlerweile schon, das ist jetzt mal ein ja, das ist ein berühmtes Dreieck hier. Bruno Guimarães, Future Star. Dieser Guimarães, der mit G, ja, den kannst du behalten, aber die anderen beiden, so, pass auf. Die können von draußen mal zugucken. Was? Neymar und Mbappé, das sind wirklich meine absoluten Hassspieler, wenn die der Gegner hat, weißt du? Deswegen habe ich die einfach nur so auf Vorsichtsbasis aufgeschrieben, von daher. Aber die können das auch, so ein paar Bronzetypen. Also es ist gar kein Ding eigentlich, so Neymar. Ja, ich habe ja, also hab ja auf der Bank ein paar Nachwuchsspieler, die können dann die Position füllen. Die haben das in der Jugend mal gespielt und im Sturm, glaube ich, macht sich ein Torhüter eigentlich immer ganz gut. Aber von daher, gut. Okay, super. Aber du hast, also ist ja kein Problem, weil Anzu ist ja da. Freunde, so, saubere Tafel am Start. Die nächsten drei Namen. Ihr müsst kurz mal entziffern, welche drei Namen. Let's go, ich gehe von links nach rechts, okay? Also pass auf, Kanté war mir viel zu auffällig, so ein Kanté, den kannst du nicht Premier League perfekt linken, den kannst du Frankreich alles perfekt linken. Ich bin mit einem Ndombele in Form, dann Pogba in Form und dann rechts spielt eine Man of the Match Karte, wollte ich mal austesten, Gündogan, keine Ahnung, wie der ist, 86er, vielleicht lässt er sich gut spielen, vielleicht nicht, mal gucken. Ja, ich habe aufgeschrieben, Kimmich, Nainggolan und De Bruyne, das heißt, du kannst alle behalten und ja, Freunde, also ich glaube, viele fragen sich immer, wenn ich das Ganze reinhalte, was ich jetzt wirklich aufgeschrieben habe. Die wissen das immer erst, wenn ich es vorlese, aber ist auch nicht schlecht, Freunde, neues Format, würde ich sagen. Und, neues Format, ja, ja. Ja, dann machen wir mal weiter mit den beiden Außenverteidigern, let's go. So, Freunde, viele haben letztens in den Kommentaren geschrieben, ey, Fuki, mach mal die Tafel sauber, dies, das, Jungs.
bin ja relativ, kommentarnah und lese mir immer alles durch. Und ich sag euch ehrlich, Freunde, ich hab's versucht. Schreibt mal unten in die Kommentare, was schiefgelaufen sein kann bei Lost Fulky, Freunde, dass er es am Ende des Tages nicht geschafft hat. Schreibt einfach Überlegungen in die Kommentare. Ich werde ein Herzchen geben, Freunde, an den, der richtig drauf kommt. Also, let's go. Wir haben hier am Start die nächsten zwei Namen. Okay, zwei Namen hast du. Also ich gehe erstmal links mit einer Basic-Karte, mit einer ganzen, also wirklich basiger geht's eigentlich gar nicht. Es wird der Mondi von Real einfach auf ganz entspannt und rechts spielt jemand. Jungs, sag mal ganz kurz, stopp jetzt gleich. Stopp. Walker. Hä? Was war das denn jetzt? Ich hatte Cancelo und Walker beide im Verein. Okay, ich habe Kamara und Trond aufgeschrieben, das heißt, du kannst beide behalten. Und schade. Ich noch mal weiter. Und zwar, ich habe die Bronze-Schwer zwar noch nicht reingemacht, die mache ich dann immer noch rein. Linker Verteidiger habe ich am Start Hassan Kamara und Rulebreaker. Und auf rechts habe ich Trent Alexander-Arnold, Champions League-Karte. Ah, okay. Nee, kannst du beide spielen auf entspannt, Moreno und Alexandro. Super, perfekt. Dann würde ich sagen, hole ich die Bronzespieler und dann gibt es die letzten drei Positionen. So, Freunde, ich halte mal rein. Spaß beiseite, Freunde, es wird die letzte Aufnahme mit der Tafel sein. Wie gesagt, ich habe die Tafel zugrunde gerichtet. Aber ich hoffe, ihr könnt trotzdem was damit anfangen. Ich halte es hier mal rein. Ja, und dann gehe ich mal hier rein. Pass auf, ich habe so ein ganz dummes Gefühl, weil nämlich das sind echte Kanten hinten, muss ich mal sagen. Kennst du die SBC-Karte von diesem Todibo, den Kollegen? Nee. So geile SPC-Karte gewesen. Jedenfalls den habe ich in der rechten IV, dann links den Kimpembe, den Second, irgendwas Inform und dann hinten Benitez, den Inform von keine Ahnung was. Ich habe aufgeschrieben Longley, Laporte und Lloris. Das heißt, du kannst alle behalten. Und die Tafel, Freunde, das war die letzte Aufenthalt der Tafel. Letztes Mal. Einmal RIP Tafel, Freunde, in die Kommentare. Ich weiß nicht. Ich werde im nächsten Video werde ich auflösen, Freunde, was das war. Schreibt es unten mal in die Kommentare, wie gesagt. Ich bin gespannt, ob irgendeiner drauf kommt. Was könnte denn die Tafel kaputt gemacht haben, als ich sie sauber machen wollte, Freunde? So, dann würde ich sagen, halt du mal rein. Und let's ich go. Mache weiter. Und zwar linker Innenverteidiger Carlos Alberto Aiken. Rechter Innenverteidiger Walker in Form. Und im Tor haben wir, ja, das altbekannte Duo. Ja, Walker und Pope. Die Tafel will auch sterben, weil wir vom Stuhl fallen alles, bitte. So, was hast du aufgeschrieben? Jungs, ich hatte Walker draufstehen. Ich meine, also wirklich, ich versichere auf alles, was ich habe. Ich hatte Walker draufstehen, hab den Typen weggewischt, hab einen Gomez hingeschrieben, einen Ferdinand und einen Pope. Nochmal Bronzekeeper rein, aber ja, ist ja dann die eigentliche normale Position. Aber ich freue mich auf den Bronzekeeper. Nochmal hinten im Tor. Wird klasse. Ja, also das heißt, du hast jetzt drei Spieler von mir gesniped. Ja, wird super. Ja, aber du darfst auch nicht vergessen, ne? Also in diesem Team sind jetzt Betfian und Margus drin, ne? Das heißt meistens nichts Gutes für die Gegner. Gerade, weißt du dann, EA hier nochmal ein bisschen rumschrauben, von spielerischem ist ja auch ein bisschen, aber nur ein kleines bisschen halt besser, deswegen, ich glaube, das kannst du ausgleichen. Okay, super, perfekt, Freunde, wir sehen uns wieder im Spiel. So, dann gehen wir mal rein hier, Margus an der Seite von Ansu Fati. Ich renne nur mit den Leuten nach hinten irgendwie, dass ich irgendwie eine Überzahl da hinten habe. Auf Fünferkette angelehnt. Nein. Kimpembe, Bro, was nimmst du denn da den Ball nicht? Ah, schade, Ansu, Junge. Junge, ich bin so am Schwitzen und am Schwimmen hinten, Hilfe. Margus, guter Ball, Ansu. Ansu! Oh, der kämpft aber, ne, der Ansu. Das ist ein Kämpfer nach vorne, Gott sei Dank auf sich allein nach vorne gestellt und jetzt finde ich einen super Ball. Ingo Martinez. Let's go. Torhüter, der stand ja an der Palme in Südafrika, kann das sein? Jungs, erste Aktion der gegnerischen Hälfte, 1-0. Ach Mann, ey, ich schäme mich gerade selber, Hilfe. Ja, das Snipen war halt ganz schlau, ne? So zwei Spieler vorne weg snipen. Hat sich ja auch gesagt, Puskás macht das Ding auch nicht zum ersten Mal. Gut, dann Ball runter. Vázquez. Oh, macht das stark. Ansu Hilfe, Fati. ich hab's versucht, dort zuzustellen, ne? Ansu Fati. Belastend. Den nimmst du immer auf. Den nimmst du immer auf. Ansu Fati, Freunde. Der Mann. Nee, also, ich skipp's, Jungs, was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Was ist denn hier schon wieder los? Hilfe, was ist denn hier schon wieder los? Ich hasse es. Komm, hör mir auf, du feierst das doch gerade richtig.
Aber Anzu feiert auch. Ja, Anzu feiert perfekt. Auch. Perfekt. Ey, wirklich. Anzu feiert auch. Er hat Bock, Alter. Ja, schick ihn doch wieder, komm. Mach doch jetzt auch. Oh nein, und ich... Oh. Ja, okay. Okay, okay. Oh. Carlos Alberto, Hassan Kamara. Nein. Ja? Hassan Kamara. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott, der war das Anzu. War der schönste Pass, den ich je gesehen habe. Oh, wie lag ich denn hier? Wie lag selten, ich denn hier? Es ist mir wirklich, sieht, es ist mir unangenehm. Es ist mir unangenehm. Es ist mir unangenehm. Das sieht man selten, dass er sowas verkackt. Körper rein. Hä? Leute, das ist meine dritte Aktion im 16er von Fogi. Oder vielleicht vierte Aktion. Wirklich, Jungs, es tut mir einfach nur leid für Fogi. Wirklich, Jungs, das ist absolut nicht verdient. Das ist, ich habe geisteskranke Dreckstore gemacht. Ich entschuldige mich, ehrlich. Ja, Freunde, also, das Spiel haben wir auf jeden Fall nicht auf dem Platz verloren, sondern beim Snipen, wie der Fogi das immer gerne mag. Also SPWs, Freunde, ist nicht so meine Stärke, wisst ihr. Und mit 3 Bronzekarten wird es auch schwierig. Ich meine, den Torwart als Bronze hat man nicht so krass gefühlt, aber vorne gab es halt nur wirklich Anzu-Fati, Freunde. Genau, und das ist dann auch einfach zu verteidigen. Das ist dann auch einfach zu verteidigen. Aber, Freunde, wir kommen zum Discard. Belastende Situation. So, Freunde, wir haben die 4-4-2. Der Max ist ready, ich bin ready. Ein Pick. Also, dadurch, dass MAP und Neymar draußen sind, habe ich eigentlich. Hoffnung, dass du jetzt hier nichts krasses triffst, weil du hast halt 3 Bronze, die Wahrscheinlichkeit liegt bei ungefähr 30%, dass du in Bronze bist. Ja. Stimmt, ja, die ist wirklich fast bei... Ja, okay, okay, passt schon. Okay, also, du hast die 4... Okay, ich nehme mal irgendwas, entweder im Sturm oder Torwart nehme ich. Rechter, linker Stürmer lächelt mich sehr, sehr an. Torwart lächelt mich extrem an, muss ich sagen. Ich nehme den Torwart. Ich hoffe, du hast da einen Bronzen gestellt. Ich will nichts treffen. Sage ich dir offen und ehrlich. Ich will nichts treffen für das Gameplay. Ey, warum nicht? Du machst doch keinen Spaß, Max. du hast mein Bettfian weggemacht. Das ist mein Nachwuchsspieler. Den kannst du doch nicht ab... Den kannst du doch nicht... Nein. Mensch, der Typ hat 100 SWBs hinter sich. Ey. Naja, Freunde. Der Jungs. Mann hat Bettfian getroffen. Also... ich sag dir mal, ich hatte auf links Anzu Fati, linker Verteidiger, rechter Verteidiger, Walker in Form. Okay, nee, Verteidigung wollte ich eh nicht. Ja, aber das Ding ist, ich sag mal so, ne, wenn man vom gegnerischen Spieler die Leute sniped, dann hat man zwar bessere Chancen zu gewinnen, aber man hat am Ende des Tages auch schwieriger Chancen, jemanden zu snipen, weil du hast halt automatisch, wenn noch Neymar und ein Mbappé gestanden hätte, dann da hättest du wahrscheinlich Neymar oder Mbappé getroffen. Ja, dann hättest du das Spiel auch, glaube ich, mit 10 Toren Unterschied verloren. Du hättest mir das ganze Team genau, gesagt. Das sind so ein bisschen meine ja, so, das sind immer. Ja. Snipe ich jetzt, den hole ich auch definitiv zurück, Freunde. Der Mann ist eine SPB-Legende. Ja, ja. Und ja, Freunde, also hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Leider nur ein Discard für euch. Ich wollte eigentlich den Maxi komplett auseinandernehmen und ihm das ein oder andere discarden. Max, ich habe da nicht so wie. Ich habe da relativ wenig Mitleid, dass er eigentlich ordentlich ist. Aber du hast es nicht schlecht gemacht. Hast du ein paar Gedanken, was mein Kanal erstmal abgecheckt, ne? Wegen Neymar und MAP hast du gesehen. Natürlich, natürlich, reichen, natürlich. Schlau, Freunde, schlau. Ich habe Weekend geschwitzt und hatte keine Zeit dafür. Deswegen, Freunde, schaut das Video, checkt das Video bei Max ab, sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und ja, dann würde ich mal sagen, Freunde, passt auf euch auf. Max hat die letzten Worte. Ja, Jungs, sind wir raus. Hat wie immer Bock gemacht. Falls ihr noch Bock habt auf weitere Videos von uns, Jungs, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim Rückspiel. Bis dahin, haut rein und ciao.